Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Übrigens, ich bin wieder erst frisch aufgewacht, deswegen kann es vielleicht sein, dass ich ein bisschen komisch klinge als sonst. Jetzt müsste es abbrechen und nach unten fallen, ne? So, die Blutquelle. Jo, geil, Mann. Lass mal runterspringen. Gut, ich meine, ich werde es mal machen. Nur nicht zerquetschen lassen, das ist alles. Au. So. Au. Gut. Stimmt, wir haben ja die ganzen Clan-4-Klauen rausgeschmissen, deswegen sind wir jetzt schon ein bisschen stärker mit dabei. Nein! Och man. Jetzt stellt euch mal vor, jedes Mal würde ein Dad raus hier aus irgendeiner Wand rauskommen, wenn ich das Teil hier bewegen würde. Uff. Ich frage mich nur, warum das Teil voller Blut ist. Ich meine, erkennt man das denn nicht? Ich plündere jetzt übrigens auch wieder die ganzen Leichen nicht. Die, wo ich gut rankomme, ja, aber hat sich gelohnt. Boah. Man hofft, dass die Typen vorher verstorben sind, bevor sie so zugerichtet wurden. Ah, das ist da unten das Seil. Der Seil. So, ich habe ein Tor geöffnet, wird wahrscheinlich da unten mit der Tür zusammenhängen. Durchgeschlagen, ne? Oh. Ciao. So, hier geht's zum großen Turm. Da unten wäre ebenfalls noch mal ein kleiner Turm. Ihr kennt mich. Ich gehe da noch rein schnell. Blutquelle. Da war da schon. Da oben ist ein Käfig. Nein, hier waren wir scheinbar noch nicht. Da lag jemand drin. Ich habe einen gefangen aus dem Gym. Ich hoffe jetzt einfach mal, der Typ war schon tot. Was ist das da drüben? Ich habe noch ein Tor geöffnet, okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Gefangene bereits tot war. Wäre sonst ein bisschen
bedenklich. Also, mythische Morgenröte, Wache. Oha. Da sieht man es also wieder, die mythische Morgenröte sind in Dead 3 einfach scheißegal. Die sind so overpowered. Mit ihrem Sprung vor allem, wenn sie direkt vor einem stehen. Gut. Kurzschwert der Flammen. Ewig wehren. Ausdauer verstärken. Makelloser Topas. Das sieht alles ziemlich geil aus eigentlich. Ich kann auch alles gut mitnehmen, also. Ich bedanke mich. Gut, wir haben jetzt da oben das Tor geöffnet. Das ist auch alles, was wir hier hatten, ne? Es gibt hier zwei Türen. Ich weiß leider gerade nicht, aus welcher Tür wir gekommen sind. Und ich sehe auch gerade, ich habe vergessen, meine Zeit starten zu lassen. Sehr schön. Ah, okay, das wird wahrscheinlich der andere Turm sein, wenn man von der anderen Seite gekommen wäre. Nee, warum ist der Sturm, ist der Tornach wieder hier? Aber er hat immer noch die ganzen Leben verleckt. Hui. Das muss jetzt so geil aussehen, wenn jetzt irgendwer rumläuft und plötzlich hier so die Einzelteile eines Sturmatornachen rumfliegen. Also, gehen wir noch mal rein in den guten Turm. In die gute Stube. Wie heißt denn der Turm eigentlich? Torspitze des Fleisches. Das klingt lecker und wir haben auch wieder ein neues Level erreicht. Was sagt unsere Waffe? Boah, gut, war schon stärker. Ich würde jetzt gerade einfach mal rüberwechseln auf den Sündeweber kommen. Boah, ich hasse die Viecher. Das war knapp. Ich hasse diese Viecher einfach so sehr. Ich hab sie einfach so dermaßen gelernt, das konnte sich nicht mehr bewegen, sehr schön. Au. Oh nee, jetzt ist da noch so ein Typ mit Schwert da. Fuck. Oh mein Gott, der ist einfach rausgekommen, hat sich rausteleportiert, quasi. Alter. Meine Fresse. Hat sich der Typ, ich weiß nicht, was das gerade war.
Der ist durch die Tür durchgegangen und war dann plötzlich hinter mir. Das Schöne ist, dadurch, dass hier zwei Brunnen sind, habe ich eigentlich alle Zeit der Welt, weil ich mich jederzeit wieder heilen kann. Ich gehe einfach zum nächsten Brunnen. Ich habe schon wieder gehört, da hinten war nochmal irgendwo ein Viech. Irgendwo ist noch mal jemand. Ah, cool. Gibt's da dann viele Brunnen? Ah, da bist du ja. Oh nee. Meine Stärke hat Schaden erlitten. Himmel. Ich hoffe jetzt nur, dass es kein dauerhafter. Alter, der hat so eine Waffe, wo einen stärker macht. Ey, das ist. Ich hasse diese Zauber in dem Spiel manchmal. Da gibt's so scheiß Zauber. Das ist so asozial einfach. Ohne Witz. Alter. Ich muss irgendwas anderes rausschmeißen jetzt. Ich bin jetzt viel. Alter, guckt euch das mal an. Alter, ey, das ist so ein Scheiß. Ich muss jetzt ziemlich starke Sachen rausschmeißen einfach, damit ich mich wieder bewegen kann überhaupt. Der hat gerade so gutes Geld verschwendet, dieser Arsch. Ja, komm. Oh. Hat nicht gereicht. Willst du mich verarschen? Ah, 309. So ein Scheiße, ohne Witz. Meine starken Waffen behalte ich natürlich so gut es geht. Aber. Ja. So ein Dreck hier, ohne Witz. Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt. Man merkt es vielleicht. Gut. Einfach zuschlagen. Alter, was habe ich jetzt wieder vom Zauber bekommen? Recht auseinander, Blute.
Ist hier gerade ehrlich gesagt nicht, warum ich die. Von was hast du jetzt gestorben? Der ist gerade gestorben, bevor ich was gemacht habe. Weißt du, da kämpft man so stark gegen diese Viecher, dann sterben die einfach random. Bevor man überhaupt irgendwas macht. Auf dem Teil, dass man einen in die Seite kriegen. Autsch. Ach Mann. Das mit der Stärke, das fuckt mich jetzt gerade richtig ab. Ich meine, da habe ich es jetzt als Vampir so lange durchgehalten. Und dann kommt so ein Bastard und. Ich könnte kotzen. Totenhalle. Ich wollte gerade sagen, der macht irgendwie nichts. Hätte ich nichts gemacht, hätte er mich geschlagen. Ich glaube, das war gerade selbst für den ein bisschen zu schnell. Hast du diesen Sprung von den Viechern? Zum Glück ist der Sprung nicht so stark. Natürlich hat der andere es auch gemerkt. Boah, weißt du, ich bin nicht mehr in Reichweite und er schafft es trotzdem nicht zu treffen. Ja, sehr schön. Setz ihn in den Feuer. Ich habe übrigens keine Ahnung, was da gerade für ein Zauber auf mich gewirkt hat. Stab der Übelkeit. Okay, man war gerade übel. Boah, ey. Aber da ist ja nochmal einer. Oh fuck, der hat einen. Der hat, glaube ich, eine Feuerwaffe. Der Typ setzt mich gerade die ganze Zeit in Feuer, ne? Hitze der Sündhaftigkeit. Autsch. Ich muss echt sagen, er kriegt gerade echt ziemlich krass eine rein. Ich finde das nicht gut. Warum gibt es hier lauter Bänke? Was finden sie sich so sagen, so, jo, jetzt erstmal Knoppers, jetzt erstmal eine Auszeit. Glaubst du doch selber nicht. Alter, wir sind immer noch so weit unten. Der Turm macht mir ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen, dass es noch besser wird. Gut. Korridore der Erlösung war das, glaube ich. Aber keine Feinde hier in einem großen Abschnitt, wo man laufen kann. Was haben die mit ihrem Feuer, ey? Und jetzt brenne ich gerade.
Vorhin waren wir einfach nur warm. Okay, ich brenne zwar. Ah, heiß, 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 hau, 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 heiß, heiß, hau, 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 hau. Ah, gut. Was hat der für eine geile Waffe gehabt, bitte? Läuternde Flammen. Flamme. Weißt du, das sind halt so geile Waffen, die würde ich eigentlich gerne mitnehmen, vor allem weil die auch eben. Besondere Namen haben und so. Aber kannst du vergessen, weil kein Platz mehr, weil ich bin ja zu schwer belastet. Ah, das war eine dumme Idee. Ich muss dringend mal wieder Sachen wegschmeißen. Was? Nein, ich weiß nicht mehr. Ich habe 5 Klempier, klar. So. Ciao. Au. Ich müsste aber bald oben sein. Solange mich nur einer sieht, das ist immer gut. Ich dachte, ein Eisatunnel, ich hatte gerade hier beschworen. Sieht man auch selten, vor allen Dingen im Kampf, wo so viel Feuer gespeit wird. Wie hier. Och nee. Bleib doch weg, man. Aua, aua. Jetzt wird es gerade ein bisschen problematisch. Ich muss gerade mal ein bisschen zurück. Autsch, ich habe gerade 2 Feuerbälle abgekriegt. Natürlich folgt er mir, natürlich. Er hat was anderes erwartet. Oh shit. Ich muss gerade echt ein bisschen Zeit schinden. Ich glaube, mein Sündeweber ist auch ein bisschen abgenutzt. Ja, du machst noch 14 Schaden. Leide. Danke. Eieiei. Die Langschwert des Schmerzes habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Erst mal kurz verschnaufen, ey. Also hier gibt es dann doch einiges mehr an Gegner, als man so denken mag, ne? Und ich muss echt sagen, hätte ich diesen Zauber am Anfang nicht ausgewählt, ey. Das Spiel, das wäre so unfassbar nervig. Weil du dich halt wirklich mit Tränken voll pumpen müsstest. Das wäre halt nicht mehr normal. Blut des Nordens ist da halt wirklich ziemlich, ziemlich krass. Außer eben, du findest halt so einen Zauber. Ne? Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, sind so Heilzauber wirklich mein absoluter Liebling. Au. Au. Weil auch wenn du als Zauberer vielleicht nicht der perfekte Kämpfer bist. Oh, scheiße. Was jucken dich Kämpfe, wenn du dich die ganze Zeit wieder heilen kannst? Selbstständig.
letzte Ebene vom... Oh shit, was ist das? Für eine Waffe. Okay, das ist jetzt asozial. Ich musste jetzt quasi machen lassen. Bis ich wieder aufstehen kann. Nein, voll verkackt. Ciao. Quintessenz der Reue. Puh. Autsch. Die ist halt auch richtig, richtig böse, ne? Aber auch unglaublich, unglaublich schwer. Also das kann ich gar nicht mitnehmen. Höchstens, wenn ich sämtlichen Loot von vorhin mal rausschmeiß wieder, aber... Vergiss es. Dabei, ich müsste jetzt gerade mal gucken. Also 60... bräuchte ich, ich könnte bis 390 mitnehmen. Das 62 muss ich rausschmeißen. Das kriege ich gar nicht zusammen, selbst wenn ich meinen ganzen Loot rausschmeiße. Ne. Tut mir leid, würde ich echt gerne mitnehmen, aber... Ich habe schon ein Schwert gehört. Boah! Wow. Den habe ich gar nicht gesehen gerade. Wiederherstellen und Glück. Könnte ich eigentlich auch mal probieren. So diese ganzen Tränke, wo halt irgendwas wiederherstellen. Ein bisschen Energie festigen. Was ich halt wieder bräuchte, wäre wiederherstellen Stärke, ne? Aber da gibt's safe auch irgendwelche Tränke. Warte, wie heißt der Raum? Sanguisilium oder so? Sigilium Sanguis. Genau. Der ist irgendwie immer gleich. Ich höre schon meinen kleinen Vier. Da kommt er. Ich finde es schön, dass das überhaupt nicht verbuggt ist, wenn die da runterlaufen wollen. Ich muss ja sagen, dieser Zauber, der hält echt lang da mit dem Schmerz. Ich werde sie nicht looten. Ah, da kommt er. Muss ich erstmal den bewaffneten Siljaf. Alter, tut der weh. Wisst ihr was? Ich fackel da jetzt gar nicht lang rum. So, gut. Gerade noch gerettet, ey. Puh. Okay, aus Cyrodiil ist bekannter als Nibenei. Gut. Verbündete für Bruma. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Leyavin geschlossen. Ich sollte mit dem Grafen über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Bruma sprechen, da Leyavin jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Sehr schön.
Stadtwache von Dejavin. Gut. Puh, das hat mich jetzt doch ziemlich geschlagen, muss ich mal so sagen. Eieiei. Hat mich ziemlich stark geschlaucht. Ich sehe gerade schon 31 Minuten. Nehme jetzt schon auf. Knapp 31 Minuten. Deswegen würde ich sagen, spreche ich es noch kurz damit Leia wie ein Chef. Und geht. Dann schauen wir weiter. Im nächsten Part dann. Lasst mich in Ruhe. Der Kraftkarte. Ihr seid's, hi. Ja. Ich bin sicher, ihr müsst euch um viele wichtige Angelegenheiten kümmern. Ich werde euch nicht lange aufhalten. Nun ja, nachdem das Oblivion-Tor nahe Lea Vin geschlossen ist, nehme ich an, dass die unmittelbare Bedrohung kleiner geworden ist. Ich werde euch eure Bitte erfüllen. Es soll niemand sagen können, dass Lea Vin nicht seinen Anteil daran erfüllt hat, das Kaiserreich zu stützen. Gut. Oh, wie entsetzlich. Kennt ihr Celia Draconis? Diese nette Offizierin der Legion, die hier in der Burg stationiert ist? Sie wurde ermordet. Ich habe euch die Hilfe gegeben, um die ihr mich gebeten habt. Gomas Schicksal liegt nun nicht mehr in meinen Händen. Ja. Hm. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, war's das mit dem Part hier. Ihr habt aber geschickte Finger. Was habt ihr euch angebracht? Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Beziehungsweise ich könnte das noch ganz kurz noch hier genau so heißt die Stadt, nach Chardinal gehen. Und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Part oder auch nicht. Bye!